Willkommen zu den Krypto-Nachrichten zukünftiger Kryptorentner. Heute unter anderem mit Samsung, XRP, Disney, PayPal und Signal. Viel Spaß beim Schauen. Kommen wir auch gleich zur ersten News. Der Nachrichtendienst Signal startete bereits im April 2021 die Testphase zum Bezahlen mit seiner eigenen Kryptowährung. Sie nutzen die eigene Währung Mobilecoin. Jetzt kam die weltweite Veröffentlichung. Aktuell kostet eine Münze etwa 8 Euro. Verbindet man also seine Wallet mit der WhatsApp-Alternative, so kann man Geld zu seinem Chat-Partner schicken. Die Transaktionen sollen verschlüsselt zwischen beiden Partnern geschehen. Ein Dritter kann den Kauf nach Angaben von Signal nicht nachverfolgen. Durch das kinderleichte Verschicken der Kryptowährung und der End-zu-End-Verschlüsselung eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten. Gerüchten zufolge arbeitet der Konkurrent zu Signal, WhatsApp, aktuell auch an seiner eigenen Kryptowährung, um diese in sein Chatprogramm einzubauen. Elektronikhersteller Samsung ist der nächste große Konzern, der ein eigenes Metaverse-Projekt angekündigt hat. Die Südkoreaner nutzen dabei die Decentraland als Plattform. Der bekannte Samsung Store 837X, welcher sich im New Yorker Stadtteil Manhattan befindet, kann ab sofort durch Interessierte online besucht werden. Laut Samsung begeben sich Nutzer in ein digitales Abenteuer. Dort können sie Aufgaben erfüllen und ein 837X NFT erhalten. Interessierte können sich also hier mit Hilfe ihres Internetbrowsers auf ein Abenteuer einlassen. Ob Samsung nur kräftig an der Werbetrommel dreht oder ob es ein Projekt für die Zukunft ist, das steht noch nicht fest. Nicht nur Samsung steigt ins Metaversum ein, sondern auch Disney. Disney hat sich hierzu ein Patent gesichert, das ermöglicht, Bilder aus dem Metaversum für einzelne Besucher zu projizieren. Mit dem Patent Virtuelle Weltsimulator wird es möglich sein, personalisierte interaktive Attraktionen für die Besucher von Freizeitparks zu schaffen. Hierzu wird lediglich eine AR-Brille benötigt. Die Besucher der Disney-Themenparks erhalten damit die Gelegenheit, auch Metaverse einen Besuch abzustatten. Die deutsche Onlinebank N26 gab bekannt, dass sie Anfang 2022 mit neuen Projekten durchstarten möchten. So möchten sie ETFs, Aktien und Kryptowährung anbieten. Die Berliner Onlinebank möchte sich nach dem Ausstieg aus dem amerikanischen Markt mehr auf Europa konzentrieren. So möchten sie für ihre 7 Millionen Kunden neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen. 2022 wird zunächst mit dem Kryptomarkt gestartet, Aktienhandel wird anschließend angeboten. Alle Funktionen sollen dann in der N26-App bereitstehen. Nachdem im Quellcode der App Informationen zu einem PayPal-Coin geführt haben, bestätigte ein Unternehmensvorstand das Vorhaben. So möchte PayPal einen eigenen Stablecoin herausbringen, der 1:1 mit Dollar gedeckt ist. PayPal-Nutzer aus den USA und Großbritannien können bereits seit dem letzten Jahr Kryptowährungen über die PayPal-App kaufen, verkaufen und mit ihnen zahlen. Wann die Funktion nach Deutschland bzw. Europa kommt, ist aktuell noch nicht bekannt. So kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema. Ripple gab in seinem Twitter-Post bekannt, dass sie bis 2030 CO2-neutral arbeiten möchten. Ripple lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen und bringt so gut wie täglich neue Nachrichten. Es bleibt also abzuwarten, ob der 19. Januar bereits eine Entscheidung für Ripple und somit den Kurs von XRP bringt. Die Anwälte von XRP rechnen spätestens im April mit einer Entscheidung. Diese sollte laut ihren Angaben jedoch positiv für XRP ausfallen. Es bleibt also weiterhin sehr interessant. Das war's mit dem ersten Teil von den Krypto-Nachrichten. Wir sehen uns im nächsten Video, zukünftiger Kryptorentner.